Stell dir vor, du würdest Tag für Tag zu irgendeiner Firma geschickt, um dort ohne Bezahlung zu arbeiten. Jeder Arbeitstag beginnt mit einer einstündigen Besprechung, gefolgt von einer weiteren Besprechung und so weiter. In allen Besprechungen geht es um verschiedene, scheinbar willkürliche Unternehmensziele. Konzentriere dich auf X, verbessere Y und erinnere dich an Z. Deine Hauptaufgabe: setz dich hin, halt die Klappe, hör deinem Vorgesetzten zu und mach dir Notizen. Und wenn du denkst, dass der Tag endlich vorbei ist, wird dir gesagt, dass du einen Teil deiner Arbeit mit nach Hause nehmen sollst. Hört sich schrecklich an, oder? Aber es ist die gefühlte Realität vieler junger Menschen in dem, was wir eine Schule des 21. Jahrhunderts nennen. Wie sind wir also hier gelandet? Friedrich der Große, König von Preußen, hatte die Idee der modernen Fabrikschulen. Der König ließ sich von Platon inspirieren. Die ideale Stadt braucht ideale Menschen und ideale Menschen brauchen eine ideale Erziehung. Und so führte der König 1763 die allgemeine Schulpflicht ein, um Deutschland zu einigen, die Lesefähigkeit zu erhöhen und die Bildung aller Bürgerinnen und Bürger zu fördern, auch die der ganz Armen. Das frühe preußische Schulsystem sah einen 8-jährigen Unterricht in Lesen, Schreiben, Musik und Religion vor. Es vermittelte ein strenges Ethos von Pflicht, Disziplin und Gehorsam. Und es funktionierte. Das Modell wurde zu einem großen kulturellen, wirtschaftlichen und militärischen Erfolg, der Herrscher von Tokio bis Washington inspirierte. Bald darauf begannen Staatsbeamte auf der ganzen Welt Lehrpläne zu schreiben und öffentliche Bildung wurde zum Recht und zur Pflicht der Kinder. 1938 gingen die Deutschen noch einen Schritt weiter und machten den Schulbesuch zur Pflicht. Seitdem sorgen nicht mehr die Eltern, sondern der Staat dafür, dass die Kinder zur Schule gehen. Heute können 85% der Erwachsenen weltweit lesen und schreiben. Der Zugang zu Informationen ist im Überfluss vorhanden. Sollte der Staat immer noch ein Monopol darauf haben, wie wir lernen? Immer mehr Eltern sehen das anders und wollen die Bildung ihrer Kinder selbst in die Hand nehmen. Sie setzen auf das sogenannte Unschooling. Unschooling ist der Prozess des Lernens durch das Leben, außerhalb institutionalisierter Klassenzimmer. Ähnlich wie Homeschooling findet es in der Regel zu Hause oder an anderen Orten statt. Während Homeschooling jedoch in der Regel einem formalen Lehrplan folgt, gibt es beim Unschooling keinen Lehrplan. Unschooler lernen durch ihre natürlichen Lebenserfahrungen wie Spielen, Hausarbeit, Reisen, Bücher, Wahlfächer, Brettspiele, Praktika, Mentoren und das Leben in einer Gemeinschaft. Eltern oder Erziehungsberechtigte spielen eine wichtige Rolle. Sie stellen Ressourcen zur Verfügung, ermöglichen Lernerfahrungen und helfen dem Kind, über seine Fortschritte nachzudenken. Warum entscheiden sich Eltern dafür, ihre Kinder aus der Schule zu nehmen, obwohl es viel bequemer wäre, sie zur Schule zu schicken? Es gibt 6 Hauptgründe. Die Schule kann die Eltern-Kind-Beziehung negativ beeinflussen und oft durch eine Atmosphäre der Angst ersetzen. Die Institutionalisierung der Kinder in einem einheitlichen Klassenzimmer ist eine ineffiziente Nutzung ihrer Zeit und ihres Potenzials, da sie von jedem Kind verlangt, ein Thema auf eine bestimmte Art und Weise und in einem Tempo zu lernen, das weder die Interessen des Kindes noch seine Vorkenntnisse berücksichtigt. In der Schule lernen die Kinder vor allem Anweisungen zu befolgen, das heißt, sie üben nicht, Dinge selbst zu tun. Unschooler müssen ständig Probleme selbst lösen. Sie lernen, selbstständig zu arbeiten. Schulkindern wird ihr ganzes Leben lang gesagt, was sie tun sollen. Das führt dazu, dass sie später oft nicht wissen, was sie wollen und sich einfach anpassen. Unschooler üben jeden Tag, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Sie lernen zu wissen, was sie wollen und sind eher bereit, gesellschaftliche Missstände zu hinterfragen. In der Schule geht es fast nur darum, was man den ganzen Tag lernen soll. Unschooler lernen, die viel wichtigere Frage zu stellen: Warum soll man das lernen? In der Schule gibt es nur ein paar Fächer, die man sich vor ein paar hundert Jahren ausgedacht hat. Unschooler können viel mehr Interessen verfolgen und sich viel intensiver mit Themen auseinandersetzen.
John Holt, einer der Pioniere des Unschooling, hat es so formuliert. Die Angst der Kinder, ständig geprüft zu werden, ihre Angst vor Versagen, Bestrafung und Beschämung, schränkt ihre Wahrnehmungs- und Gedächtnisfähigkeiten stark ein und führt sie weg vom Lernstoff hin zu Strategien, um den Lehrern vorzutäuschen, dass sie wissen, was sie in Wirklichkeit nicht wissen. Was denkst du? Was sind die guten und die schlechten Seiten des Unschooling? Und ganz allgemein, sollte der Staat oder sollten die Eltern entscheiden, was ein Kind lernen soll und was nicht? Und wer sollte das letzte Wort haben? Bitte teile uns deine Gedanken in den Kommentaren unten mit. Komm einfach vorbei und finde heraus, wie es funktioniert und was du davon hast. Wir hoffen, dich dort zu sehen. Und wenn du ein Elternteil oder Pädagoge bist, besuche unsere Website sproutschools.com. Dort findest du diese und andere Videolektionen, zusätzliche Ressourcen und Aktivitäten für den Unterricht. Wenn dir dieses Video gefallen hat, schau dir auch unsere anderen Videos an und abonniere unseren Kanal. Wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, mach mit bei patreon.com/sprouts. Weitere Informationen und zusätzliche Inhalte findest du auf sproutschools.com.